Die Entwicklung der Prinzipien, Peter, die hat ja ganz viel mit deinem eigenen Leben, mit deiner eigenen Lebensgeschichte zu tun und vor allem auch mit den Erfahrungen, die du dann in ein bisschen späteren Jahren in Nepal gemacht hast. Ja, ich glaube, es geht vielen so, wie es mir ergangen ist. Vielleicht versuche es mal ganz kurz zu fassen, ne? Ich bin ein Kriegskind. Ich habe meine Jugend als grauenhaft empfunden und meine Lehrer als grauenhaft. Deswegen bin ich später wahrscheinlich Lehrer geworden, weil die so furchtbar waren, noch so alte Nazi-Lehrer. Ich habe mich mit meiner Mutter nicht verstanden und so weiter. Ich habe mich durch die Welt gekämpft, bin aber als Arbeiter, das Arbeiterkind doch noch. Und mein Vater ist im Krieg gefallen als Halbwaise. Habe ich dann auch geschafft, Ingenieur zu werden und dann später Berufsschullehrer. Hatte eine Familie, zwei nette Kinder und trotzdem war ich unzufrieden. Und ich höre das immer wieder, woanders auch, dass die Menschen unzufrieden sind. Und so wie es vielleicht vielen geht, so ist mir es ergangen und durch widrige Umstände bin ich dann zum Glück nach Nepal gekommen. Und das hat mir geholfen. Der Nepal war anders. Ich konnte nicht mehr an die alten Bedingungen, Ängsten der alten Gesellschaft anknüpfen, die alle schuldig machen und so weiter, sondern es war ein neuer Raum. Es hat mir Raum gegeben, um frei zu werden. Und dann die Klänge kamen dazu. Und die Klänge kamen dazu. Und dann kam es zu einem Zeitpunkt, auf einmal kam die Erleuchtung in mir auf, also so richtig die Erleuchtung aufgegangen und sagte: Peter, was hast du für ein wunderbares Leben? Was hast du für ein wunderbares Leben? Also 40 Jahre, 44 Jahre lang gekämpft und plötzlich habe ich erkannt, ich hatte ein wunderbares Leben und ich wollte keinen Schritt in meinem Leben missen, keinen einzigen. Weil es mir klar war, jeder Schritt, alle meine Erfahrungen waren wichtig, um dorthin zu kommen, wo ich dann war. Und mir war klar, die Zukunft wird auch gut. Und das würde ich, also diese Erkenntnis würde ich uns allen wünschen. Denn das dreht das Leben völlig um. Und ich scherze es dann immer, da müsst ihr natürlich eine Reise nach Nepal machen. Das ist Quatsch. Das macht der Klang. Der Klang tut genau das Gleiche. Klang gibt der Raum für eigene Erkenntnis, für eigene Erkenntnis. Du kommst bei dir an und du siehst Möglichkeiten und du begibst dich auf den Weg. Und das, was der Klang macht, ist ja an diesen Prinzipien immer wieder sichtbar, die wir ja gleich noch durchgehen. Ja, diese Prinzipien, die finden sich ja auch ganz stark in dem Konzept der Klangtransformation, wie du es jetzt gerade die letzten Jahre entwickelt hast, Peter. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz auf die Prinzipien zu Beginn schauen und uns die gesamt anschauen, das sind ja Ganzheitlichkeit, Achtsamkeit, Wertschätzung, die Lösungs- und Ressourcenorientierung, ganz wichtiges Element. Dann das Weniger ist Mehr-Prinzip, etwas, was unsere Klangarbeit oft von der anderer unterscheidet, und das dialogische Miteinander. Also in sich verschiedene Aspekte, die alle miteinander und ineinander greifen und damit ein Resonanzfeld eigentlich schaffen, in dem sich was entfalten kann. Könnte man das so Also, sagen? hast du schon irgendwo angesprochen, man kann das nicht auseinander dividieren. Es gehört einfach zusammen. Und das Ganze bildet diese Ganzheitlichkeit, in dem alles geschieht, alles zusammenkommt. Und ganzheitlich, es sind immer solche Erfahrungen, die wir in der Klangmassage zum Beispiel machen, wenn ihr euch erinnert, Klangschall auf den Körper in der Ausbildung. Oder wenn er anderen eine Klangmassage geht. Es hat eine ganzheitliche Wirkung. Das bleibt also nicht auf dem Körper begrenzt, sondern das geht weiter. Es kommt auf sein Lächeln aus, es kommt eine Erkenntnis auf. Und es kommen vielleicht Wünsche zur Veränderung auf, die sich ja mal körperlich widerspiegeln, aber dann auch geistig widerspiegeln.
Das ist ganz spannend. Wir haben auch verschiedene Einsatzmethoden, wie wir die Klangschalen einsetzen und in verschiedenen Settings, in der Klangmassage, in der Hauptsache körperlich, aber auch in der Aura. Auch wenn Klangschalen in der Aura eingesetzt werden, spürt man sich sehr körperlich. Das Spannende ist, in Kursen sagen auch viele, ich spüre das noch viel besser als auf dem Körper. Das ist der Ansatz, den man im Osten macht. Man fängt in der Aura an. Und das hat eine körperliche Wirkung. Es hat eine seelische Wirkung. Also zum Beispiel, wenn man seelisch oder das Geistige, wenn man zum Beispiel Chakra nehmen würden, und dort ja, kosmische Energien zu bekommen oder wie man. Im Osten ist das ganz wichtig, Arbeit mit Chakren. Also es hat Einfluss auf den Geist und auf die Seele. Und all diese Dinge. Und vielleicht kann man an dieser Stelle mal die Forschung von dem Professor Ehlers da mal anfügen. Also sie haben was ganz Einfaches gemacht. Ich bin ihnen sehr dankbar. Sie haben was Einfaches gemacht und was sehr, sehr Wichtiges. Sie haben gestresste Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen eingeladen, damit sie sich was Gutes tun können mit Klang. Grunde genommen war es nicht mehr. Sie haben also die Klangschalenklänge mit den Klangschalenklängen bekannt gemacht. Also Erfahrungen, wie kann man die hören, sich auf die Klänge einzulassen. Und das täglich 5 Minuten. Das hat eine Riesenwirkung gehabt. Und das über 30 Tage. Und zwar 30 Tage deswegen, weil man nach 30 Tagen so eine Methode dann verinnerlicht hat. Und wichtig war noch, ein Klangtagebuch zu führen, damit man nicht wieder das Wunderbare vergisst. Da sind wir auch wunderbar drin. Wir vergessen immer schnell das, was uns gut tut, und hängen uns an anderen Sachen auf. Und sie mussten ein Protokoll führen und immer wieder schauen, wie ist sie körperlich gegangen, seelisch, geistig, spirituell. Und siehe da, die Parameter haben sich alle wunderbar entwickelt. Also sie sind in allen Bereichen besser gegangen. Nur Klangschale anschlägen, 5 Minuten. Nur 5 Minuten bei sich sein. Abgeschaltet von der Welt, die uns verrückt macht. Das gibt unsere Weiterentwicklung. Und das zeigt, wie ganzheitlich die Klänge wirken auf all die Leben. Und vor allen Dingen sind viele kreativ geworden, haben Ideen gekommen, was sie im Leben verändern wollen, was sie im Beruf verändern wollen und so weiter. Also, so einfach könnte es sein. Ja, und das Führen des Klangtagebuchs hat ganz viel mit dem nächsten Prinzip zu tun, das wir uns anschauen wollen, nämlich der Achtsamkeit. Denn wenn ich so ein Klangtagebuch führe, dann gucke ich gut hin, was tut sich in mir während einer Klangübung. Also ich komme auch in eine Aufmerksamkeitsfokussierung, in eine Beobachtung meiner selbst. Das ist ja auch eine ganz ein ganz wichtiges Prinzip, und das ist auch was, wo uns die Klänge wunderbar unterstützen. Achtsamkeitsübungen fallen ja manchen Menschen gar nicht so einfach. Einfach mal beobachten. Der Geist, der fängt zum Arbeiten an, viele Ideen kommen, und die Klänge helfen uns da wirklich fokussiert zu bleiben. Also schön wäre es, wenn Janne jetzt mal ein paar Klänge einspielen könnte und wir nochmal schauen, wie die Klänge wirken. Dann können wir gleich nochmal in die Erfahrung eintauchen. Das Ja, ist gut. das wäre ganz gut. Spürst du? Die Klangschale braucht nur zu ertönen. Du bist mit dem Klang der Klangschale verbunden. Das Außen verliert mehr und mehr an Bedeutung.
Gedanken bleiben draußen vor. Du bist ganz weit hier im Klang. Spürst die Klangbewegung in deinem Körper. Wohlgefühl entsteht, Entspannung, Weite. Und du kannst dich so wunderbar wahrnehmen. Genießen. Hier bist du für dich ganz in deiner Aufmerksamkeit, in deiner Achtsamkeit. Du kannst so deine wahren Bedürfnisse erkennen. Spüren, wie die Klänge auch über dich hinausschwingen nach draußen. Und wie diese deine Achtsamkeit mit nach draußen tragen. Zum Beispiel in der Klangmassage. Achtsam mit seiner Klientin, mit seinem Klienten. Miteinander schwingen. Wahre Bedürfnisse erkennen. Und diese mit Klang unterstützen. Das waren 2, 3 Minuten im Klang. Ich glaube, es ist nochmal deutlich geworden, wie die Klänge stützen und helfen und uns in unserer Achtsamkeit, in der Achtsamkeit mit anderen unterstützen. Ja, vielen Dank für diesen kleinen Praxisteil. Kann ich gleich selber nochmal ein bisschen entspannen. Peter, eng verknüpft mit der Achtsamkeit ist ja auch das Prinzip der Wertschätzung, der Wertfreiheit. Nämlich das, was wir hier beobachten, möglichst nicht zu bewerten, sondern ein Stück weit neutral wahrzunehmen. Also da knüpft man wahrscheinlich gerade nochmal da an, was wir eben so ein bisschen ausprobiert haben, der Achtsamkeit, ne, Wertfreiheit. Ne, also warum sich immer Gedanken machen, mit welchen Werten wir bombardiert werden in unserem Leben. Ne, wer will alles was von uns? Und was wollen wir von den anderen? Eine Katastrophe. Katastrophe. Das macht unser Leben schwer. Ne, das macht uns, ich sage immer so, als Marionetten in einem Spiel oder so. Das sind wir nicht. Und der Klang macht das Ganze wertfrei, lässt alte Strukturen, alte Glaubensmuster, lässt alte Verhaltensweisen, also dass man davon loskommen kann. Und das ist das Wunderbare. Also, dass wir aufhören, von den anderen zu wollen, das würde unserer Methode widersprechen, ne? Das heißt, das werde ich beim Klang bei den anderen bewerten. Das geht nicht, ne?
Wir verfallen manchmal in die Fehler. Bitte aufpassen da. Wir verfallen manchmal in die Fehler, weil wir denken, wir wollen bei den anderen was bewirken. Das ist nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist, in Resonanz zu kommen und zu schauen, was wir Gutes tun können, wo wir unterstützen können. Und die Entwicklung kann nur in dem anderen Menschen entstehen. Jeder Mensch hat seine eigene Entwicklung. Und das so, das klar zu haben, das ist uns sehr wichtig. Also da unterscheiden wir uns von Therapien, wobei Klang natürlich auch gut in therapeutische Methoden angesetzt werden kann. Das macht das Ganze vielleicht ein bisschen lockerer oder so. Aber unsere Methode, so wir sie als reine Methode unsere, so darstellen wollen, ist diese Wertfreiheit ganz, ganz wichtig. Ja, wir knüpfen da ja ganz eng auch an das Menschenbild der humanistischen Psychologie an, die eben davon ausgeht, dass jeder im Kern weiß, was für ihn gut ist und dass wir darauf vertrauen, dass unser Gegenüber auch alles in sich trägt, was es brauchen kann, um das zu entfalten. Und mit unserem Klangangebot schaffen wir natürlich einen wunderbaren Entfaltungsrahmen, in dem sich eben all das entfalten kann. Und da sind wir dann auch gleich bei der Ressourcen- und Lösungsorientierung von unserem Ansatz, dass wir eben einen Rahmen schaffen, in dem sich das, was gesund ist und gut funktioniert, zeigen kann und wo wir einen Rahmen geben, wo das gestärkt wird. Ja, also es sind auch so vielleicht so Schritte, die aufeinander folgen, ne? So der Schritt praktisch ankommen, erkennen, optimistisch sein, zu erkennen, wir können noch viel, viel mehr, also die Ressourcen erkennen und die angehen, dass wir die dann angehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Das erste ist, wenn es mich betrifft, in meiner Entwicklung, das gilt natürlich auch in der Unterstützung von anderen, aber das passiert in dem anderen drin. Das habe ich nicht zu fokussieren, sondern das muss dort passieren, indem ich den gewissen Klangrahmen anbiete, ist, dass ich meine Ideen, meine Erkenntnisse verinnerliche. Das ist wichtig. Meine Erkenntnisse zu verinnerlichen, ganz dahinter stehe. Und ich sage, das kommt dann in Resonanz und schwingt nach draußen und wird im Draußen sichtbar. Also, Beispiel, wir kennen das alle, ne? So irgendwo, wie Resonanz sichtbar wird. Damals, bevor ich nach Nepal kam, meine Frau hatte damals Krebs und ich bin irgendwo durch die Stadt gegangen und in den Wald. Jeder Zweite kam und sagte: Hallo, wie geht's? Ich habe Krebs. Also, ist jetzt scheint übertrieben zu sein, was? Aber ganz deutlich wurde: Ich hatte dann eine Gruppe in Nepal, alles nur Frauen, und es stellt sich heraus, wenn 12 Frauen hatten, entweder wir hatten alle mit Krebs zu tun. Wir hatten entweder Krebs oder haben mit Krebskranken gearbeitet. Also ist es unwahrscheinlich, wie das, was wir verinnerlicht haben, im Außen wirksam wird. Und mir hat es geholfen, zum Beispiel nach Nepal zu kommen. Ich hatte kein Geld, um ja nach Nepal zu gehen und zu forschen, 84. Ich war mir aber sicher. Ich habe das überall rum erzählt und so weiter. Und plötzlich habe ich einen Gönner gefunden, der mir das alles bezahlt hat, sagt: Peter, deine Arbeit interessiert dich. Also diese Dinge nach außen gekommen. Ne? Also es ist wichtig, das, was bei mir drin ist, das wird körperlich und außen wirksam. Oder wunderbares Beispiel bei der letzten Klangtransformation, jemand sagte: Mein Arbeitsblatt ist so furchtbar. Dann haben wir uns Gedanken gemacht. Also Klang. Wie kann ich im Klangraum mal schauen, wie kann ich verändern, wie kann ich den Kollegen gegenüber gehen, was ist das Gute an der Arbeit und sowas. Und plötzlich war das eine wunderbare Arbeitsstelle. Es hat gewirkt. Die Leute waren freundlich, die Mitarbeiter und all dieses. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele.
Und auch viele, die berichten, sagen, wir arbeiten mit Demenzkranken. Wenn mehrere mit Klang in diesem Bereich arbeiten, ist die Stimmung eine völlig andere. Also dieses Resonanzgeschehen, eine ganz zentrale Wirkungsweise. Und das passiert mit Klang, glaube ich, fast automatisch. Sehr spannend. Eine wichtige Grundlage ist ja dafür auch, Peter, dass über die Klänge wir relativ einfach in ein Gefühl des Vertrauens kommen, ein Gefühl, in dem sich Zuversicht einstellt, in dem wir uns sicher und geborgen fühlen. Was du eingangs gesagt hast, dass wir mit den Klängen eigentlich gut an unser Urvertrauen anknüpfen und dass wir in diesem leichten Trance-Zustand, den wir ja bei Klangübungen, bei einer Klangmassage oder anderen oder eine klingenden Fantasiereise erreichen, auch Zugang eben zu unserem Inneren haben. Man könnte sagen, zu unserer inneren Weisheit oder unseren inneren Schätzen. Ja, das ist, glaube ich, ganz schön gesagt. Das hat sehr viel mit Urvertrauen zu tun. Und das Urvertrauen ist uns nach der Geburt abtrainiert worden. Schule, Kindergarten, Elternhaus, Erziehungs, irgendwelche Vorrichtungen, also irgendwelche Vorschriften in der Erziehung und so weiter, ein Beruf oder so. Wir haben unser Urvertrauen verloren. Und trotzdem liegt es noch in uns drin. Und mit den Klängen kann man da anknüpfen. Und das Die Schöne ist, Klänge. dass das so leicht geht, ne, dass wir Ja. immer wieder erfahren, das geht fast wie von selbst, wenn wir Wie uns kommt auf die der? Klänge einlassen. Ja, die erinnern uns ans Urvertrauen. Also die Klänge sind ja sphärische Klänge, erinnern an den Kosmos. In Indien sagt man ja Nata Brahma, die Welt ist Klang, die Welt ist aus Klang. Die Welt und wir Menschen aus Klang entstanden, also aus diesen kosmischen Energien. Das ist unser Ursprung, das ist unsere Heimat, dort, wo wir uns wohlgefühlt haben. Oder was Ähnliches passiert auch dann, als wir im Mutterleib herangewachsen sind. Geborgenheit, wir brauchten nichts zu tun, es ist uns gut gegangen und all dieses. Aber dann kam die Realität. Und der Klang kann es, wie gesagt, wirklich dabei unterstützen und wunderbar die Arbeit mit Klang anderen zu unterstützen. Ja, und damit knüpfen wir eigentlich an eine unserer größten Ressourcen an, die wir in uns tragen und die uns dann das Vertrauen ausschenkt in unsere eigenen Fähigkeiten und in die Möglichkeiten, selber wieder Gestalter und Gestalterin des eigenen Lebens zu werden. Ja. Ich glaube, da wird der Vortrag, oder wenn er schon da war, von Professor Dr. Hartmut Schröder eine wunderbare Sache sein mit dem Placebo und Nocebo. Also dieses Verinnerlichen, was ich alles wunderbar lösungsorientiert tun kann, ne, körperlich als auch seelisch. Das, ja. Ja, und da finde ich, ist eigentlich gleich ein schöner Bogen zu dem nächsten Prinzip, nämlich zu diesem Weniger ist mehr Prinzip. Peter, du sagst ja immer so schön, nichts muss, alles kann. Und da steckt es eigentlich für mich auch schon drin, was das bedeutet, weniger ist mehr. Ja, also auch die anderen Beispiele haben, glaube ich, schon ganz deutlich gemacht. Du, alles wird gut. Nichts muss. Alles kann. Ne, das ist, glaube ich, und das ist zentral wichtig, auch bei unseren Kunden oder bei anderen, nichts müssen zu wollen. Müssen zu wollen und den Entwicklungsraum für sich selbst zu lassen und den anderen. Ne, wenn wir müssen, dann verhindern wir Entwicklung. Das wissen wir alle, haben alle schon unsere Erfahrungen gemacht. Und da ist mir ein wunderbares Beispiel, das möchte ich mir hier nennen. Ich bin mal vom Ende der 90er Jahre, da ich eine Teilnehmerin, die hieß Maria Summer, eine ganz spannende Frau, die war damals über 80 Jahre und hat Intensivausbildung gemacht. Und dachte, wieso machst du das noch? Da sagte ich, arbeite noch täglich, ich habe ein ganz besonderes Haus für Kinder, die Probleme haben, Stotterer, Autisten, hyperaktive Kinder und so weiter. Und mit denen will ich mit Klang arbeiten. Ich glaube, das ist ein gutes Prinzip. Und das war also mit 80 noch aktiv.
Das war so ein ganzes Leben. Bin ja auch noch gut. Ich bin auch noch aktiv. Kann mich, was Und bin du ich nie? überhaupt nicht mit der Maria Sommer vergleichen? Die hat gegen den Willen damals des Staates einen solchen Verein gegründet, um diesen Kindern zu helfen. Also sie wusste, was sie wollte. Sie war in Resonanz mit dem, was sie wollte. Sie hat es getan. Es hat ihr Spaß gemacht. Und sie hat mit Klang gearbeitet. Wir haben das später getroffen. Und sie sagte, es ist so wunderbar. Ne? Und so ist mir nochmal ganz klar geworden, ihre Aussagen. Dachte, jeder Mensch ist einmalig in seinem Sein, in seinem Empfinden, in seiner Entwicklung, in seinem Lernfortschritt. Jeder Mensch ist einmalig und jeder braucht seine Zeit. Das war für mich eine ganz zentrale Erkenntnis. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ne? Und sie erzählte dann, ne, sie hatte autistische Kinder und hat Klang angeboten. Und in der Gruppe waren vielleicht zwei, drei dabei, die sofort mitgemacht haben. Und die anderen haben irgendwas anderes gemacht. Und es sagt völlig okay, dass sie was anderes machen. Und sie sind dann sehr schnell und nach dazugekommen, haben mitgemacht. Also nicht missionieren, nicht überzeugen und all dieses. Es passiert von alleine in der eigenen Erkenntnis. Ja, und darauf zu vertrauen, das ist so wichtig, egal ob ich jetzt die Klänge nur für mich nutze, sei es, dass ich für mich die Klangtransformation anwende oder dass ich als Klangmassagepraktiker mit anderen arbeite, dass ich einfach dieses Vertrauen drauf habe, dass es gar nicht viel braucht und dass der Klang für sich schon wirkt und dass das geschieht, was passieren soll für den anderen. Und wenn das Gegenüber mir mich einlädt, ihn dabei zu unterstützen, ist das wunderbar. Aber eben, wie du sagst, Peter, dieses Nichts für den anderen wollen, worum er sozusagen nicht eingeladen oder gebeten hat. Ich glaube, das Ja, ist eine ganz, ja. ganz wichtige Sache. Ja, und man braucht es nur zu tun. Mein Lieblingsspruch von Erich Kästner: Es gibt nichts Gutes, außer man Außer tut man es. tut es. Einfach tun. Ne? Neue Erkenntnisse heute beim Symposium, neue Erkenntnisse der Umsetzung. Tun. Also, das ist so meine Lebenserfahrung. Das Das macht am ist gut. meisten Spaß, macht am meisten Spaß. Ja, und eben für sich selber auch den Druck rausnehmen, ne? Ja, Weil ja. unser letztes Prinzip, um das es geht, ist ja dieses dialogische Miteinander. Und da geht es eben darum, das, was wirklich gut tut, ist diese Begegnung von Mensch zu Mensch, sich achtsam, liebevoll zu begegnen, zugewandt zu begegnen. Alleine das hat schon so eine wohltuende Wirkung, in diese gemeinsame Resonanz einzutauchen. Das macht schon ganz, ganz viel. Und ich glaube, wie gesagt, diese Begegnung auf Augenhöhe, das ist ja auch was unsere Methode auch auszeichnet. Der Klang macht deutlich, was zusammenschwingt. Einmal. Das kann am Anfang nicht so ganz wunderbar sein, manchmal. Aber es schwingen schon viele Dinge zusammen, die zusammenpassen. Und ergänzt sich. Ich nehme ein Beispiel von zwei Klangschalen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Oder mehreren. Und ich spiele dich eine Zeit lang miteinander an. Und es kommt zu einer wunderbaren Resonanz. Dieses Miteinander, Zusammensein, Klang verbindet. Ja, im Klang können wir gemeinsam was schaffen. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, Peter. Wir kommen nämlich langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ich danke dir vielmals für die Erzählungen, auch aus deinem Leben, aus deinen Erfahrungen. Da könnten sich so viele anschließen. Und für mich ist einfach nochmal so die Essenz, wie wichtig diese Prinzipien auch für unsere Arbeit sind, weil sie eben diesen Resonanzraum schaffen, in dem wir Entfaltung, Wachstum, in dem all diese Dinge fast wie von selbst geschehen können. Und
wo nochmal klar wird, dass diese Prinzipien wirklich ein wichtiger Teil auch sind, wenn es um die Wirkungen der Klänge geht und wenn es um die Wirkung unserer Klangmassage und Klangmethoden geht. Denn die ist ja immer ein Zusammenspiel aus der Methode einerseits, aus dem Material, den Therapieklangschalen und den Prinzipien. Das wirkt immer zusammen und ist eigentlich auch untrennbar miteinander verbunden. Das ist so sehr schön deutlich geworden in deiner Handbewegung. Es ist ein schönes Spiel, Zusammenspiel, das immer harmonischer und effektiv wirkt. Ja. Ja, Peter, in diesem Sinne nochmal vielen Dank. Danke sehr, Tina.